wirst du denn von Männern angemacht? Von Männern angemacht? Meistens mit dummen Sprüchen. Ja, ist unterschiedlich. Also heute Abend sind wir eher entspannt hier und wollen einfach so ein bisschen chillen. Wie machen dich die Männer an? Gar nicht. Naja, die geben einem einen Drink aus, oder? Aber es ist nicht so unangenehm, muss man sagen. Wie wirst du denn von den Männern angemacht? Was sind denn so die Anmachsprüche? Die Anmachsprüche, also eher so, boah, hast du schöne Augen, sowas eher. Ja. Wie machst du denn Frauen an? Frag lieber. Also im Club geht es am besten eigentlich so mit Sichtkontakt, so machen wir das am meisten. Und dann, wenn man Sichtkontakt aufgenommen hat oder Blickkontakt, dann kommt man sich meistens so näher und dann fängt man an zu tanzen oder spricht die Person einfach direkt an. Wie das bei uns eigentlich am besten. Hallo, guten Tag, ich bin Giuseppe. Nee, sei ehrlich. Ja, also zum Beispiel, du kannst sagen, wenn jemand dich fragt, wenn eine Frau dich fragt, hast du Feuer? Dann musst du einfach nur sagen, nein, das ist zu hart, das kann ich vor der Kamera. Wie die Sendung, wie das ab... Wir sind unter uns. Ganz gut, gut, dann kannst du sagen, nur das Feuer in meinem Herzen. Wie machen Sie Frauen an? Was ist da die Taktik? Ach, schwer. Keine Ahnung, nur in die Augen schauen. Meine Frau ist zu Hause, ich mache gar keine an hier. Aber vorher, bevor du verheiratet warst, wie hast du das angestellt? Tja, was habe ich da angestellt? Vermutlich habe ich einen ausgegeben, sonst gar nichts. Die kommen von selbst dann. Ich gucke sie einfach an. Also eigentlich machen mich die Frauen an. Aber das ist nicht schlimm, oder? Ich sage mal, wie gut sie aussehen. Allen. Also eigentlich siehst du eigentlich auch ganz gut aus. In die Augen schauen, Komplimente und tanzen. Ich war halt erstmal so ganz lieb und dann noch ein bisschen asozial, aber dann wieder lieb. Das sieht am besten. Gar nicht. Gar nicht. Aber nee, deswegen sitzen wir ja auch alleine hier. Wie würdet ihr gerne angemacht werden? Ach, es kommt eigentlich drauf an. Wir haben unsere Frauen ja zu Hause sitzen. Also von so her haben wir da ein ganz entspanntes Verhältnis dazu. Wie würdest du gerne angemacht werden? Verschieden halt. Verschieden, ja. Zum Beispiel, hast du mal Feuer? Oder... drücken mein Handy in Hand und gehe laufen weg. Wie macht ihr denn die Frauen an? Direkt und sofort. Wir lassen ihn vor. Das machen die wirklich, das ist schlimm. Manchmal frage ich mich, ob die mich mitnehmen, weil die mich mögen oder weil sie wollen, dass ich die Frauen anmache. Nee, einfach nur direkt und ehrlich. Aber wir machen sie danach wieder aus, das ist ganz wichtig. Warum bist du denn Single? Ja, keine Ahnung. Das ist immer so eine Frage, die man ja nicht beantworten kann eigentlich. Und was suchst du in einem Mann? Er muss mir einfach gefallen. Also ich kann ja jetzt gar nicht unbedingt sowas am Aussehen beschreiben. Also klar, er darf nicht abstoßend aussehen, aber muss halt auch einfach er muss einfach das gewisse Etwas haben. Ja. Wie würdest du dich beschreiben? Deine Hobbys? Was machst du so im Leben? Also ich reise sehr gerne. Ich bin in jeglicher Beziehung eher der offene Typ und humorvoll würde ich mich beschreiben. Und das war's eigentlich schon. Was würdest du gerne mit einem Mann unternehmen? Da ich auch gerne reise, würde ich gerne öfters mal hier und dorthin fahren. Wieso will denn eigentlich jeder in Urlaub fahren, wenn es hier in Frankfurt so schön ist im Sommer? Wenn ihr Sarah kennenlernen möchtet, dann schreibt doch eine E-Mail an szene@rmtv.de. Am besten mit einem Bild und dann bekommt ihr auch gleich eine Antwort. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß mit dem Cocktail der Woche. Hi, ich bin der Sascha aus dem Kinkermeermeer Beach Club und ich mache euch heute eine Mexican Colada. Dazu füllen wir das Shakerglas mit Eis, nehmen 4 Zähl Tequila breath, 2 Zähl Kokossirup und damit das Ganze schön cremig wird, 2 Zähl Sahne. You're the first thing.
Rest füllen wir auf mit Ananassaft. Und als Dekoration nehmen wir eine knallrote Kirsche. Bitte schön, zum Wohle. Hier noch einmal alle Zutaten im Überblick. 4 cl Tequila, 2 cl Kokossirup und 2 cl Sahne und das Ganze mit Ananassaft auffüllen. Alle Zutaten jetzt zusammen mit Eis im Shaker kräftig schütteln und in ein Glas geben und fertig ist die Mexican Colada. Unter allen Anrufern verlosen wir jetzt 5 Sousa Cocktail Packages. Einfach unter der Nummer 01379 69 dreimal die 0 und die 5 anrufen und gewinnen. Viel Glück! Rhein-Main-Szene.